Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen hier wieder zurück bei Mass Effect Andromeda. Wir sind, auf Eos, weil ich einfach mal eine Runde drehen wollte, woanders. Allerdings... Oh Gott, diese Karte. Ich habe so eine Angst, diese Karte hier aufzumachen. Ich will jetzt endlich mal unbedingt zu diesem Empfänger hier oben. Dafür muss ich eigentlich hier direkt rum. Ah, wahrscheinlich da hinten. Gucken wir mal, wie wir da am besten hinkommen. Wow. Hier zum Beispiel, das müsste doch klappen, oder? Aya verfolgt die Entwicklungen auf Eos mit großem Interesse. Mhm. Ich hoffe, Prodromos wird hohe Maßstäbe setzen. Ihr erster Außenposten. Er hat bestimmt eine besondere Bedeutung für Sie. Da sind schon wieder die Cat. Die kleinen Miesen. Und so ein Relikt-Ding. Aber erstmal geben wir kurz den... Nein! Vielleicht... Ich wollte natürlich zuerst die Cat machen. Keine Frage. Hey, ihr Cat! Nein, falscher Knopf. La 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 la. Wie was? Ich wollte das sagen. Ups. Upala, nicht getroffen. Ah, doch, das hat so ein bisschen zielsuchende kleine Bolzen. Ja. Ich weiß nicht, ob das sich auf der Präzisionswaffe so gut macht. Weg. Oh, jetzt kommen sie. Nee, doch nicht. Uah! Okay. Ja, ich bedeutet ein bisschen schreckhaft. Ich weiß auch nicht. Oh, da sind sie. Muss ich hier wieder irgendwas machen? Bin ich zufällig? Es ist doch so ein Relikt-Ding. Pibi! Pibi, wo bist du, wenn man dich braucht? Oh, nein, das ist eine Box. I'm living in a box, yeah. Oh, ah, das war so eine Art Kiste zum Finden. Schild. Das, warte mal, das kenne ich doch. Das haben wir doch. Reliktkern? Sie können diese Kerne erlangen, indem Sie Reliktarchitekten in der Wildnis besiegen und auf sie zugreifen. Sie sind außerdem im Gewölbe zu finden. Aber was macht das? Mit begrenztem Maß selbst reparieren. Mit den richtigen Impulsen könnte er in der Lage sein, ähnlichen Tech in andere Geräte zu übertragen. Was? Was willst du von mir? Ich nehme alles. Danke, danke, ich nehme alles. Und ihr da oben seid still. Ups. Na, noch irgendwas zu scannen? Nö. Dann holen wir uns jetzt endlich mal, verdammt nochmal, verflixte Axt, diesen Fernsehturm. Mein Fernsehturm. Ich habe auch einen. Also, komm her. Ich mag ihr Gewehr, Joel. Ich habe die Modifikationen selbst durchgeführt. Früher hat es dem Cat gehört, jetzt tötet es sie für mich. Bei uns zu Hause haben die Leute ihren Lieblingswaffen manchmal Namen gegeben. Es ist ein Darav. Was? Was ist Darav? Ist das der Nerv oder ist es... Ist was Besonderes? Ja, komm schon. Yay, endlich erreicht hier. Okay, steigen wir mal aus. Das müsste ja hier gleich um der Ecke sein. Oder auch nicht. Doch, ist direkt vor mir. Hier geht's aber ganz schön runter. Ach, da hinten, oder? Oh, was haben wir hier? Liegt einfach mal so rum, ne? Ja klar, eine Riga liegt hier einfach mal so rum. Dieses Riga ist, glaube ich, die quarianische Waffe. Oder? Ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, es ist rot. Schild, bla. Initiative wieder. Oh, nein, du musst es schon mitnehmen, Ryder. Komm, alles mitnehmen. Ja, das ist das da. Wuppa. Oh, der Sand glitzert so schön.
Das ist aber nichts. Nee, anscheinend nicht. Wo muss das denn genau hin? Doch, das ist das schon. Das müsste das sein. Ah, da! Empfänger. Oh, das ging fix. So, ein Empfänger ist schon mal in Position. Jetzt sollten die Leute hier die aktuellsten Neuigkeiten von der Nexus erhalten. Nexus-Nachrichtensignal. Sag mal, wo habe ich das Ding eigentlich hergezogen? Aus der Tasche oder was? Wie? Die Völker der Initiative konnten sich bislang nicht auf einen einheitlichen Lehrplan für alle Kinder einigen. Insbesondere die Atari beharren auf ihren Forderungen. Das war HNS mit den aktuellsten Neuigkeiten. Das ist manchmal so leise. Ihr könnt die Waffen wegstecken, es ist alles gut. Okay, wir haben das Teil aufgestellt. Jetzt haben die da unten endlich mal ein bisschen was zur Unterhaltung. Das ist doch gar nicht schlecht. Gut, dann holen wir uns gleich noch das Pott hier hinten. Und das Ding sagt uns nicht, was es ist. Erstmal ein Pott holen. Von hier oben kann man ganz Prodromos sehen. Nicht mehr lange und wir werden ganze Städte errichten. Man sieht nur selten einen echten Anfang. Es ist inspirierend. Na, schön gesagt, Dor. Wer flach gedacht, voll einer ist. Was zur Hölle? Irgendwann gehen einem die Namen aus. Die aktiviere automatische Errichtung von Aufklärungsposten. Die Cat töten, habt ihr gesehen? Wir sollen das ganze Lager ausschalten. Obwohl, so auf so richtig... Abbauzonen wurden ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Hätte ich eigentlich irgendwie Bock. Komm, lass uns mal die Kette ausschalten. Nee, Freunde, nee, ich glaube, wir lassen das mit dem. Wir haben Bock auf dieses Lager. Oh mein Gott. Ich habe es gerade eine Stunde lang probiert und das ist not nicht für unsere Stufe. Believe me. ich habe es nicht geschafft dadurch. Wir machen mal lieber ein bisschen was Softeres, dachte ich mir so, vielleicht. Und gehen einfach mal ein Stück weiter. Doch ist das weit über unserem Level, glaube ich. Hier ist noch was Unbekanntes. Cat Präsenz. Achso, ja, das ist hier dieses Lager. Für später wäre das sicherlich etwas, aber nicht nett. Wir gucken uns mal das an. Auf geht's. Das ist dahinten. Es klar. Komplette Gesundheit, Munition, Energiezelle. Ja, okay. Ich hab's verstanden. Ah, wieder eine Reliktstätte. Mit Bergbau. Ups, ich glaube, ich muss eh scannen, oder? Wow, Punkte. Pieks, Plan, Pup. Hast du nicht gesehen? Ist hier denn irgendwas für uns? Das ist markiert als interessanter Ort, aber irgendwie... Ah, da ist ein Behälter. Der Relikt, ja. Zeugs und ein bisschen Zeug zum Verkaufen. Das ist in Ordnung. Gibt's hier... Tatsache, nur manchmal so ein bisschen was abzugrabbeln. Jetzt ist es auch blau gefärbt, also das heißt, wir sind da durch. Bergbau mache ich irgendwann mal nebenbei, später. Wahrscheinlich auch mal ohne euch, ich muss mal gucken. Alle Drohnen finden. Hier ist auf jeden Fall nochmal... okay, nochmal so eine Reliktstätte. Und das hier, ich habe keine Ahnung, was ist das? I don't know, liegt auf dem Weg. Nehmen wir beides mit... So ein bisschen gerade EOS weiter erkunden, ne? Und ganz viel Zeug abfarmen, auch so ein bisschen. Also es tut mir leid, Pathfinder, aber müssen wir ein bisschen durch. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Oh, Sherlock. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Sherlock, das hast du schon so lange nicht mehr gesagt. Hey, vielleicht finden wir ja gerade mal hier die Eisenhochburg. So auf die Schnelle. Hier vielleicht so? Nein, das geht wieder runter. Keine Eisenhochburg. Na, dann schaut mir das später an. Ich glaube, das ist Cat-Tech. Halten Sie die Augen offen. Ja, also das Lager, das ist wirklich so in Phasen, müsst ihr euch vorstellen. Also wir werden das später sicherlich machen.
kein Problem. Aber so vorerst, aber wie gesagt, auch eine Stunde gekämpft und dann gibt es noch einen Kellergeschoss, ein Untergewölbe. Ist richtig groß. Da werden wir bestimmt auch mal ein Stündchen dran hängen an so einem dicken Burgen her. Das könnte ich mir gut vorstellen. Ich wollte euch das auch schon so ein bisschen zurechtschnibbeln, Action. Aber ich habe es auch einfach nicht geschafft dadurch. Du musst dann Alarme auch ausschalten, musst davon von einem Pott zum nächsten rennen und immer durch die Feinde ziehen. Sieht aus, als würden sich Aasfresser an unseren verschwundenen Vorratskisten zu schaffen machen. Ach, ihr schon wieder. Kommt mal her, gib mir mal Chitin. Ja. Es war keine große Sache, hier aufzuräumen. Aber das bringt uns unsere Vorräte auch nicht zurück. Ja, aber dann werden die nächsten nicht mehr angeknappert, hä? Ja, Überreste von... Bist du dir sicher, Sam? Ja, Pathfinder. Die Kisten wurden entsprechend der Standardprotokolle geöffnet. Es ist unwahrscheinlich, dass die hiesige Fauna dazu in der Lage wäre. Wir reden hier von Wanzen, Sam. Sie waren das ganz bestimmt nicht. Um das mit Sicherheit sagen zu können, sind weitere Daten erforderlich, Pathfinder. Ja, wir haben ja noch... Manchmal bist du eine echte Maschine, Sam. Ja, wir haben ja noch weitere Dinge abzugrabbeln. Also vielleicht sind sie vielleicht auch nicht. Überreste von den Standardbehältern bei Initiative Vorratslieferungen sind zu 98% zerfallen. Oh Gott, es ist wahrscheinlich, dass nur die lokale Fauna dafür verantwortlich ist. Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Gut, dann schauen wir uns doch das Relikt-Ding da hinten an. Wow. Oh, weißt du was, ich bin faul. Ich bin so faul, wenn wir das Ding hier schon haben. Ja, auf Geos lässt sich das ja wenigstens auch geschmeidig fahren. So auf Welt ist ja... Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Ach. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ah. Ja. So, was haben wir hier? Eine Konsole, die ich bestimmt wieder nicht tätigen kann, ne? Nein. Ha, wieder nur ein Behälter. Sowas ist dann ein bisschen schade. Dann stellen sie hier schon sowas Tolles ja eigentlich in die Landschaft, sag ich mal. Und es ist dann für den Spieler eigentlich nur da, um mal kurz abzugrabbeln. Das ist irgendwie falsch. Das ist eine falsche Intention irgendwie. Das, so eine Sachen erinnern mich dann auch schon wieder so hart an Dragon Age Inquisition. Ich hoffe nur, das wird halt nichts zur Gewohnheit. Warte mal, dich habe ich doch gar nicht mitgenommen. Ich habe doch da gerade eine andere Kiste eingesammelt, oder bin ich ganz blöd? Ja, die da oben. Okay, aber es ist blau. Okay, wir haben hier alles. Das sind die Drohnen. Ja, das Kettlager. Können wir weiter rausfahren? Hier ist auf jeden Fall auch noch eine Quest. Mit Reihen scannen. Hier ist der seismische Hammer. Da müssen wir eigentlich nur nach Süden. Dann machen wir uns mal dahin auf. Wow. Da, dieser Punkt ist es da hinten. Achso, ja. Solange wir hier sind, können wir gucken. Vanadium müsste das jetzt sein. Ich hoffe, Ihre Kolonisten arbeiten nicht nur. Diese Welt braucht ein normales Leben. Sobald wir wissen, was für Jahreszeiten es hier gibt, wird es auf Eos auch Feiertage und Urlaube geben. Ich versuche mir vorzustellen, was alles möglich wäre. In 50 Jahren machen die Leute hier vielleicht Ferien am Strand. Aha. Oh weia. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Das ist Cat-Technologie, Ryder. Ja, das ist ja. Wir sollten dieses Cat-Lager ausheben. Freunde! Halt, lass dich mal aussteigen. Andere Waffe, Ryder. Also diese Widow, die muss ich unbedingt nochmal verändern. Die äußert sich tatsächlich nicht so gut, weil die einfach zu langsam einherkommt. Oh, der hat es auch noch überlebt, ne? Oh, danke, Jarl. Ah, das ist wieder ein Unsichtbarer. Ja, ich glaube, ich muss die Widow echt nochmal zerlegen hier. Boah. Upp da. Ach, mal dieses Nachladen. Lad doch nach. Oh
Oh Gott, das sind zu viele. Da ist er. Oh, man sieht ihn kaum. Warte mal, ich nehme mal die Schrote, die ist irgendwie besser. No. Die sterben. Ah. Aua. Arsch. No. Hauptsache, der ist erstmal eingefroren. Hier, hast du noch? Ja, komm ich an dich ran? Schnell. Na los. Los. Ah, nein. Oh Mann, da hat er mich gesehen. Hat er mich gesehen, die Sau. Ja. Wir haben viele Welten an die Geister verloren. Mit anzusehen, wie eine mehr oder weniger zurückerobert wird, ist merkwürdig. Es ist eine harte Welt. Aber man kann sich an alles gewöhnen. Man muss es nur versuchen. Die Leute wollen hierher kommen. So wie sie auch nach Andromeda kommen wollten. Der Unterschied ist nur, dass sie jetzt wissen, was sie erwartet. Das ist wie Jarl. Für Jarl muss das alles merkwürdig sein. Neue Aliens, alles auch so plötzlich. Die kommen und holen sich irgendwelche Welten. Irgendwie falsch rum. Haben wir da so ein Explosivteil? Ja. Mal gucken, ob das was bringt. Verzögert, ne? Alles verzögert. Das ist nicht gut für so ein Scharfschützengewehr. Wir müssen das nochmal umändern. Aber ich stelle mir diese Plasmabolzen ganz gut in der, im Sturmgewehr vor. Das könnte sein. Vielleicht auch Pistole, also aber irgendwas, was schneller schießt, wo du vielleicht eine richtige Salve rausdrücken kannst. Aber hier ist es einfach nur hinderlich gerade. Bis das eintrifft, habe ich nachgeladen, ne? Ah, ich krieg einen Hicken. Treffe ich den? Nö, habe ich nicht. Jetzt verstecken sie sich alle. Platsch. Das ist richtig so, als hättest du ein Gummigeschoss nach denen geworfen. Jetzt, pass auf, trifft's erst ein. Oh Mann. Leute, das ist hier irgendwie... Ja, danke Cora für das Schild, aber... Damit ist man dann auch so ein bisschen gebufft. Ist gar nicht schlecht. Guck mal, ich löse das mal aus hier. Oder auch nicht. Ah, hallo. Aua, Cora, kannst du noch mal deine Schildsache einsetzen? Hallo? Ah, ich habe die 1 gedrückt. Ich wollte eigentlich ransausen. Ist hier verdeckt? So ein Rotz. Fuck. Komm dich ran an den Kerl. Ah, vielleicht guckt er gleich noch mal raus, wenn die Kugel ankommt. Ja, Tatsache. Der ist scheiße. Boah, der trifft aber auch auf so eine Entfernung richtig gut. Ist er jetzt tot? Nee, der lebt noch. Leute, steig mal ein. Wir müssen doch näher. Da, nicht den Namen zerstören. Schildverstärker aktiviert. Los, jetzt ran da. Auf den Typen. Kommt der jetzt hier von der Seite? Na, war klar. Ja, der ist hinüber. Den jetzt bitte. Oh nein, irgendein Adi ist unterwegs, also die Hunde. Oh, Muckel, Alter. Das ist halt schlecht. Ach, der Adi noch. Hä? Wieso, ich wollte gerade sagen, wieso greifen wir denn nicht an hier? Da ist ja irgendwas falsch. Ist ja irgendwas falsch. Überraste. Balk. Ja, wusste ich.
Okay, immerhin. Immerhin. Oh, schaut euch dieses Ding da an, ne? Da seht ihr mal, auf diese Plattform habe ich gekämpft. Den musste ich hier so runter Alarm und deaktivieren und all so ein Blödsinn. Oh, ist ganz schwierig. So, Munition aufgenommen. Habt ihr denn hier noch was Schönes im Lager? Oder habe ich hier eigentlich nur so gekämpft, weil wir gekämpft haben? Ich glaube, wir haben nur gekämpft. Oh. Ja, Proteinpackung. Oh, ich muss die Widow... Ich muss die Widow zerlegen. Das bringt hier überhaupt gar nichts. Okay. Ja, wir sind auf dem Weg. Hier hinten wäre noch das Pot. Mit irgendwas anderem. Das werden wir heute noch erreichen und auch schaffen. Oh, da hinten. Sägezahnplateau. Oh, nee. Es erinnert an den Kiefer eines Drachen. Was, echt? Wo? Ich frage mich, was alle... Undokumentiertes Mineral in der Nähe, Pathfinder. Mann, hört doch nicht immer auf zu quatschen. Hat der jetzt wirklich ein Ketchup? Nee, das sind zwei. Warum? Den hat's auch getroffen, aber die reagieren dann nicht drauf. Das Mineral ist wo genau? Ah, ich stehe daneben. Das müsste links neben mir sein. Hä? Das da? Platin. Oh, Platin. Oh, bitte, komm. In meine Tasche. 4 Platin, na, immerhin. Vielleicht da oben? Naja, bis jetzt nicht. Da. Ja, Ryder, hoch mit dir. Ich sehe nichts. Seht ihr was? Da unten ist noch was. Da ist ein Pinökel. Pinökel gefunden. Ja, Tatsache. Du bist... Na, Element Zero Probe. Okay. Gut, haben wir damit gelöst, die Aufgabe. So einfach geht es hier. Pot ist da drüben. Und das ist der seismische Hammer. Hammer. If I had a hammer. A hammer in the morning. Wichtig eigentlich diese Pots sind, wenn wir hier wirklich arg zu tun haben. Automatische Protokolle aktiviert. Ja, da kommt er. Aufklärungsposten. Also vor allen Dingen die Pots, wenn wir hier wirklich in Gefahrenstufe sind. So ist es jetzt erstmal, ja, nebensächlich. Abbauzonen wurden ihrem NAV-System hinzugefügt, Pathfinder. Oh, oh, wir sind direkt auf einer Ferrum. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Oh, hier, oh, 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 hier geht's noch höher, noch höher, noch höher. Korra, dieses Talent, das Sie und Pibi besitzen. Biotik? Ja. Wie fühlt sich das an? Tut es weh? Wenn man wirklich loslässt, ist es wie ein gewaltiges, tödliches Niesen. Oh. Ah, beeindruckend. Was ist ein Niesen? Der Doll. Für Aluminium auch noch dazu bekommen. Das ist okay. Cool. Und das ist wieder so eine Reliktstätte, wo wahrscheinlich gar nichts ist, ja, oder? Hey, was seid ihr? Ihr seid einfach nur gerade die Abbauzone. Die Markierung davon. Ja, keiner da. Aber hier sind noch kleine Viecher. Wow, hier sind ja ziemlich viele davon. Ich schieß mal hier hin, vielleicht treffe ich. Ja, ich hab ihn sogar. Und hier vielleicht. Nee, diesmal nicht. Wie das. Das dauert so ewig. Das kannst du nicht machen mit einem Scharfschützengewehr. Oh. Nickel, was einfach so in der Luft hängt. Cool. Ich nehme fliegendes Nickel nämlich immer mit. Das braucht man heutzutage. Noch was? Einmal den Blick schweifen lassen? Nö. Warte mal, Ryder, nimm mal hier die Schrot. Naja, geht auch so. So geht's auch. Und dann so. Erledigt. Disruptor und Brandmunition, aha. Sehr nett.
Können wir mal bei irgendwelchen Eklataten... Eklat? Was? Bei irgendwelchen Notfallsachen können wir es benutzen suchen. Wie stehst denn du eigentlich noch? Das knuspert hier manchmal mal so vor sich hin, ne? Das brummt. Oh, alles klar. Gut. Die liegen hier überall. Das muss man... Aber was war das denn vorher? Ich meine, meistens haben die irgendwelche... Ja, so eine Konsolen, die du aktivieren kannst. Aber wenn die hier schon an der Oberfläche so rumliegen, was für eine Zivilisation baut denn darauf auf? Was ist das eigentlich? Häuser sind es nicht zum Beispiel, ne? Oder irgendwelche Unterschlupfsachen. Ist auch nicht der Fall. Was hat man damit gemacht? Vor allen Dingen, es ist auch so ohne weiteres. Es sieht einfach nur aus wie so ein Relikt, so ein Artefakt. Eigentlich sehen die Gebäude aus schon allein wie Artefakte. Keine Sachen so zum Leben im Allgemeinen. Keine Möbel, keine Schränke, keine weiß ich was. Gibt's alles nicht hier bei den Relikten. So. Auf jeden Fall haben wir die Ecke gerade mal ausgekundschaftet. Der Hammer ist dort und das sind Drohnen. Also spannende Sachen sind das hier irgendwie nicht heute. Komm, hau mal die Turbo rein. Kampfbereit machen! Wegen dem einen Vieh jetzt da, oder was? Das Teil ist wo? Wo schickst du mich hin? Oh, komm. Also doch runter. Ich bin verwirrt. Achso, ja. Pathfinder. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Ich glaube, das war's. Hier haben wir Ferrum und Aluminium. Vielleicht kriegen wir beides? Ah, ich glaube, ich nehme eher dann Aluminium mit, oder? Und hier ist auch noch... Was, das ist die Hochburg? Ja, komm. Wir nehmen halt mit. Und auch ein kleines bisschen Vanadium und Platin. Oh Gott, gib mir das Zeug. Ich habe das so dringend nötig, hier Platin. Wir haben ja auch noch unseren neuen Helm, den wir eigentlich mal ausrüsten müssten. Wir haben ja extra den schönen Pathfinder-Helm gemacht. Den nehmen wir dann auch mal mit. Und das ist nicht hier? Okay. Gesellschaft. Sie meinen es anscheinend ernst. Naja, unsere Leute. Mehr über die Fremden herausfinden, die sich an dem Ort aufhalten. Ist doch Initiative. Hey, Speer? Ah, ist das eine Söldnergruppe? Hallo? Ein Pathfinder, da muss ich ja nicht fragen, ob Freund oder Feind. Ich wusste nicht, dass jemand von der Nexus hier draußen sein würde. Sind wir auch nicht. Wir kommen von der souveränen Nation Advent ein paar hundert Klicks in dieser Richtung. Unsere Nation. Ohne Einmischung der Nexus. Wir sind nicht nach Andromeda gekommen, um Direktor Tans Regime zu unterstützen. Wir in Advent sind freie Bürger. Es heißt, die haben sich wirklich eine Nation geformt. Also Staat. Staatlich oder was? Bürger von sehr wenig. Komme in Frieden. Peace, Bruder. Ich habe kein Problem mit Ihnen oder Advent. Ich erfülle hier eine Mission. Ich habe kein Problem mit Pathfindern. Wir haben sehr ähnliche Aufgaben. Unser Wasserspiegel ist kürzlich gesunken, als würden die unterirdischen Flüsse austrocknen. Wir sind dem Problem bis hierher nachgegangen. Es gab seismische Aktivitäten. Wir nutzen sie und einen Überwachungshammer, um die Flüsse anzuzapfen. Oh, Scheiße. Advent braucht diesen Wasservorrat, um unabhängig zu bleiben. Wie wär's mit einem Deal? Unsere Suche hat ein Erdgasdepot in der Nähe entdeckt. Zapfen Sie es an, bauen wir das Gas ab und handeln mit Ihrem Außenposten. So profitieren alle. Die haben also wirklich eine neue Nation gemacht. Wer weiß, vielleicht sind die irgendwann Gegenspieler so in 100 Jahren oder sind Alliierte oder was ich. Das ist ja... Alles noch zu Beginn hier. Aber interessant. Ja klar, also wir haben die Umwelt nicht. Wir können das teilen. Warum auch nicht? Unser Außenposten kommt mit dem vorhandenen Wasser zurecht. Okay,
Einverstanden. Sehr gut. Ich sage Ihnen, wo Sie loslegen müssen und rufe unsere Minenarbeiter. Die Nation von Advent dankt Ihnen. Erzähl mal was über Advent. Sie gehören zu einer unabhängigen Nation. Wie ist das so? Advent? Es ist klein, aber es wächst. Und das ganz ohne die Unterstützung der Nexus. Unsere Hauptstadt Aurora liegt in einem hübschen Höhensystem. Ohne diese Stürme ist es ziemlich gemütlich dort. Oh, können wir da hin? Ich will das gerne mal erkunden. Und die haben sich also echt abgespalten. Sind ja alle gemeinsam gekommen hier. Was sind denn dann die Pläne? Ich hoffe, dass Ihre Nation friedliche Absichten verfolgt. Hey, wir sind Kolonisten und Pioniere, keine dreckigen Räuber. Respektieren Sie unsere Grenzen, dann gibt es auch kein Problem. Na, mit mir kein Problem, aber ich weiß nicht, ob sich da Edison und Ten drauf einlassen, ganz ehrlich gesagt. Begegnung mit den Relikten. Haben Sie bei sich zu Hause Probleme mit Relikten? Relikte? Diese Roboter-Dinger? Wir sehen hin und wieder ein paar kleine. Wenn sie hier auch sind, vielleicht gibt es sie dann auf dem ganzen Planeten. Ja, das war ja meine Intention dahinter. Die Nexus? Was für ein Problem haben Sie mit der Nexus? Ich bin nicht 2 Millionen Lichtjahre gereist, um für jemand anderen Gräben auszuheben. Die Nexus will, dass Leute auf eine Erlaubnis warten, bevor sie ihr neues Leben anfangen können. Viele von uns warten nicht mehr. Okay, gut. Ich gehe jetzt. Viel Glück da draußen. Gibt einige Leute, die wollen das früher haben als überhaupt möglich eigentlich. Okay, wir sollen trotzdem aber noch die Hämmer platzieren. Das sind so ein bisschen Drängler. Kenne ich auch aus meinen Kommentaren. Nein, nur ein Scherz. Ihr seid da alle total human und super. Ihr wollt ja, dass ich das auch langsam spiele. Was übrigens eine echt tolle Sache ist. Wir haben jetzt hier... Achso, der Hämmer ist hinter uns und den anderen Hämmer für Erdgas. Also noch einmal Wasser. Platin? Ja, komm mal hier. Ja. Platin. 50.000 Stück bitte. Schade. Wie war das mit dem, man will immer alles haben? Gut. Aber was habe ich mir da markiert? Das ist... Ach du, die Drohne. Ist doch direkt hier neben mir. Pathfinder, in diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Also doch hier. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Das Oh, nee, jetzt nicht die Kette hier. Und wir werden gleich hier... Ah! Nahkampf? Dankeschön. Oh, Mann. So, du erschreckst mich immer. Schalten Sie auf! Leute, da reicht ein einfacher Nahkampfangriff. Die Fließbewegung hat sich verschoben. Aber wir können die unterirdischen Flüsse von hier aus anzapfen. Was ist mit den Bedürfnissen der Bewohner von Advent? Das Erdgasdepot ist bei der anderen Position. Das wäre eine Hilfe für Advent. Aber wir können nicht beides machen. Achso, na, dann holen wir uns das Erdgas-Dingens. Okay, dann hat sich das erledigt. Erdgas-Dingens ist aber auch gleich hier. Das da. Das ist, wo? Ah, da hinten. Okay, kommt mal bitte. Das muss ja hier gleich drüben sein. Da, 90 Meter. Nehmen wir eben Erdgas mit und einmal Wasser. Ist auch okay. Das ist die Position, die der Advent-Speer uns gegeben hat. Erdgas direkt unter unseren Füßen. Und schon bald in der Atmosphäre. Wir könnten auch zu der anderen Position gehen und Wasser für Prodromos abzapfen. Wir müssen eine Entscheidung treffen. Ah, okay, das geht auch in die Atmosphäre? Scheiße. Okay, wir speichern mal. Ist die Auswirkung denn extrem oder schlimm oder der Umwelt sehr unzuträglich? Scheiße. Also dann, zweiter Hammer, es geht los. Erdgas, Leute, tretet mal zurück. Achtung, Relikte! Ah, die jetzt aber auch noch, oder was? Ich hab doch hier keine Deckung. Ah! Oh, ihr Arsch. Arsch, Mist. Krab. Ah!
Mal gucken, ob's... Nö, reicht wieder nicht. Ich muss wieder auf meine blöde Waffe zurückgreifen, oder doch nicht? Noch ein Opfer. Autsch! Naja, es trifft nicht so wirklich. Okay. Wir haben Cora erwischt. Mal gucken, ob sie ankommt. Ja, die Kugel ist angekommen. Die wird nicht ankommen. Aber du stehst da gerade. Ja, dich hat's erwischt. Toll. Frechade. Verdammt. Scheiß Ding da hinten. Was hat ihn erwischt? Noch ein? Ach, der Assembler ist er weggesprungen. Sweet. Ja, Patsch. Dieses Beben kommt weder von den Hämmern noch von den Relikten. Was ist das? Pathfinder, das Gasdepot wurde freigelegt, allerdings nicht vollständig. Finde eine neue Hammerposition, Sam. Danach dürfte es erledigt sein. Hm. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so richtig gemacht habe. Ich wollte jetzt hier wirklich keinen auf den Schlips treten. Das ist auch irgendwie mies. Sag mal, dich da oben habe ich mitgenommen? Ja, leider. Tja, dann machen wir eh aus gerade wieder bewohnbar und zack, hau ich da so ein Ding in die Erde und dann tritt schon wieder Gas aus. Ja. Ich fühle mich gerade sehr ungut dabei. Aber hey, was willst du jetzt machen? Ich will auch irgendwie so einen Krieg vermeiden mit denen. Was kümmert es mich, was die jetzt eigentlich machen? Ah, okay. Wo haben wir denn noch so ein Ding? Den dritten? Ist das jetzt wieder Gas? Nee, schon wieder Bewässerung. Ja, ich darf doch das Wasser nicht anzapfen, haben sie doch gesagt. Und wo ist jetzt dann... Holy moly, es gibt einfach so viel. Ich versuche das hier alles immer so abzufahren, aber es ist echt schwierig. Was ist keine Schnellreise? Du solltest den Punkt wegnehmen. Nimm mal weg da. Tja, ja, Bewässerung. Tja, dann holen wir uns erstmal das da hinten. Puh, viel Fahrerei hier. Komm, schmeiß mal an. Oh, Vanadium. In diesem Gebiet können Ressourcen abgebaut werden. Sie können mit ihrem Abbauinterface Mineralien extrahieren. Tja, Log, ich werde dich vermissen. Uah. Na komm, Vanadium. Du hast doch hier bestimmt eine Hochburg. Ja, ja, es steigt. Nein, jetzt fällt es wieder ab. Scheiße. Oh, ja, doch hier. Gut, 50 Vanadium. Das war wahrscheinlich auch das Höchste, was wir hier erreichen konnten. Und dann hauen wir mal einen Speed rein. Berg hochschieben. Ich komme. Ah, wie geschmeidig der Nomad eigentlich sein kann. Schnurrt wie ein Kätzchen. Wow. Guten Morgen. Tag. Habt ihr irgendwas Interessantes vor Ort? Die sind immer so verwurzelt, komischerweise. Also manchmal. Okay. Das sieht nach Cat-Tag aus. Ja, da wollen wir aber gerade nicht hin. Ich würde gerne unsere Kampfstrategien abstimmen, Joel. Welche Taktiken setzen Sie ein? Ich schalte den Gegner aus, bevor er mich sieht. Brauche ich noch mehr? Nein, das genügt vollkommen. Schau drauf. Schau drauf, wenn ich das sehe. Oh. Assembler. Und noch mehr. Willst du mich doch bestimmt wieder scannen? Ja. Einmal rum, bitte. Du hast immer noch nicht nachgeladen. Ah, immer wenn man rennt oder sonst sowas macht, dann lädt er nicht nach. Nee, das reicht nicht. Aber dich. Dich komme ich ran. Da. Jetzt wieder nicht, ne? Ja, Gott sei Dank. Okay, hinten rum. Schnell in Deckung. Puh.
Ja, warte, Assembler B. Nicht die Brecher. Nicht die Brecher. Hört auf. Ja. Ja, klappt. Ganz gut. Wir haben alles. Wow. Puh. Brandmuni, ja, gut. Überreste noch? Oh, was gibt's denn hier Schönes von den Relikten? Was zum Verkaufen? Alles klar. Reliktpolymer. Backup-Lebenserhaltung. Ja, brauchen wir jetzt ja gerade gar nicht mehr so irgendwie. Ich bin mal gespannt, wenn wir wieder in so Zone 3 Sachen treten. Lithium. Lithium wird eingepackt. Oh, oh, Platin. Also ich glaube, wir haben jetzt genug, um vielleicht mal die Brustpanzer zu machen. Ich glaube, der Brustpanzer kostet 20 Platin. Ich hatte jetzt nichts mehr. Den haben wir alles Platin haben wir rausgehauen für den Helm. Aber schön zu wissen, dass es hier draußen überhaupt sowas gibt. Wir müssen darauf achten. Oh Mann, ey. Die nächste Drohne und das Pot. Okay. Machen wir uns mal daran. Oh, 6 Drohnen, ne? Das sind 6 Anlaufpunkte. Oh. Wow, rutsch, Schlitter. Warte mal halt, wo ist das Pot? Die Kette hat mein Lager aufgeschlagen. Ja, ich weiß, dann holen wir uns auch erstmal das, was wir benötigen. Schade, dass wir keine Zeit haben, schwimmen zu gehen. Ich frage mich, wie Eos wohl bei Regen aussieht. Wenn wir unseren Job machen, wird das irgendwann jemand erleben. Vielleicht. Jetzt fühle ich mich heimisch. Eine Welt ohne Wasser ist kein Zuhause. Ja, Wasser ist Leben. Da war schon wieder ein Adi unterwegs. Oh, vielleicht schlittert man doch so ein bisschen wie auf Welt. Komm. Automatische Protokolle aktiviert. Pot. Errichte Aufklärungsposten. Und einmal in die Zone. Terminal? Ausstattung? Oh, ich überlege gerade, die würde wirklich mal kurz da zu lassen. Schrotflinte, hell, was neu? Ach, schau mal an, wir haben die Riga. Ja, stimmt, die hat mir ja eingesammelt. What? Wieso macht die denn so wenig Schaden? Was? Warte mal, ich rüste die mal kurz aus. Das ist die Dan. Halt. Ah! Bringt das was? Komm mal her. Irgendwie nicht. Hat aber was. Hat was, aber irgendwie, nee. Oh, nein, nicht lesen. Not now, please. Jetzt nicht nochmal lesen. Präzisionsgewehr. Ach, die Widow. Mann, ich muss die wieder zerlegen. Das ist doch X-Mods. Kann ich die rausnehmen? Nein, kann ich nicht. Schade. Schade um dich. Aber ihr habt schon gesagt, man kriegt, glaube ich, alles wieder zurück. Ich hoffe jetzt einfach mal. Kann man ein bisschen Sturmgewehr mitnehmen. Zyklon, ungewöhnlich. Die Pionier. Na, dann machen wir eben das. Nehmen wir noch Magazin mit. Ach stimmt, das war die Dreierseife. Dann machen wir so. Oh, was sind das für Punkte da überall? Oh Gott. Ich hätte das nicht markieren sollen. Weg damit. Um den Fluss herum gibt es anscheinend auch nichts mehr. Okay. Da hinten ist das Nest gelegt. Oh, Cat, speichern. Alles klar. Einmal drüber fahren. Schade. Selbst das kann ja Norman nicht. Der Alien-Tech kommt in allen Formen und Größen. Was ist das? Aber wozu ist sie da? Ja, das frage ich mich auch. Ich meine, es sind keine Gebäude, es sind keine Lager, es ist nichts Wissenschaftliches. Was ist das immer? Die werden ja auch nicht von Luft und Liebe gelebt haben. Oh, Beta. Alles mitgenommen. Uah. Und wieder so ein... Die kenne ich doch. Genau, so ein Reliktkern. Das passt sich an, genau, kennen wir.
schon interessant, aber ich wüsste auch gern, wofür diese Gebäudestrukturen eigentlich da sind bei den Relikten. Das, was wir ja hier auf Eos gesehen haben, in dem Gewölbe, macht es schon eher den Eindruck, als würde man da leben können, irgendwie drin. Da gibt es auch mal kleinere Räume, auch mal Lager. Hey Ryder, Boxenstopp? Ich würde mir gerne kurz die Beine vertreten. Gute Idee. Anhalten, okay. Rausspringen, einmal im Kreis laufen und wieder einsteigen. Nein? Auch gut. Wieso? Ich bin da rausgegangen. Jetzt lauf. Lauf, Cora, lauf. Wenn ich will, dann willst du nicht. Wenn ich will, dann schon. Ah, wieder ein Stück von der Geißel. Ja, unterirdische Gebilde. Oh. Fluid. Ich habe anscheinend jetzt, glaube ich, auch schon richtig viel Fluid. Oh. Element Zero. Das ist gar nicht so. Element Zero ist dadurch... Also es ist ja eigentlich sehr selten, dieses E-Zero. Das haben wir aber. Ich brauche Platin. Ich brauche Platin. Oh, Ryder, du gehst doch ganz schön in die Steillage. Wegen Patch und so. Ah, links ist auch noch ein Kettlager. Mann, die sind überall. So, halt. Wo ist das? Bist du die Drohne? Ja, du bist die Drohne. So. Tja, irgendwie bringt ihr auch nicht so viel. Komm, Schrot. Schrot rein da. Geht er? Ich denke, das war's. Was gibt ihr? Schuppenfasern. Ihr gebt Schuppenfasern. Gut zu wissen. So, jetzt nochmal. Diese Drohne weist aufgrund der lebensfeindlichen Umgebung Fehlfunktionen auf. Das Aufstellen eines Senders würde es einem Techniker ermöglichen, sie zurückzuholen. Schwere Hardware-Fehlfunktion. Defekte Drohne. Gut. Alle Drohnen finden, haben wir ja, 1 von 6. Leute, ist es euch, also wenn ihr so eine Sachen hier, sowas wie die Drohnen oder sonst was, ihr müsst mir mal... Jetzt klingelt's hier wieder, das gibt's doch nicht. Ich will dort da nur hinreisen. Okay, mein Abi hat aufgehört. So. Während des Kampfes deaktiviert. What the fuck? Wo denn? Och, ich will reisen. Du musst Drohnen machen. Ich verstärke ihre Schilde. Gut gemacht. Sind wir jetzt durch? Gut. Überreste. Schuppfasern. Gib her. Also, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn... Ihr seht ja die Karte. Das Rumdüsen und so weiter zu interessanten Orten, wie so Reliktstätten und so weiter, würde ich sowieso immer mit euch machen. Aber wenn ihr jetzt sagt, macht doch sowas wie alle Drohnen zum Beispiel oder die Abbaugebiete, mache ich ja schon nebenbei so... das kannst du mal offline machen, dann müsst ihr mir so eine Sachen schreiben. Tatsache, es gibt viele, die sagen, nö, wir wollen alles sehen, ne, gib mir alles. Gibt aber auch viele, die dann sagen, das ist dann vielleicht so, ne. Einfach mal mir schreiben, sowas. So allgemein vielleicht auch. Hey, doch da! Ey, was, das ist doch das Wasserdingens, das will ich doch nicht abbauen. Das ist das Wasser. Das ist nicht gut. Oder ist es jetzt Gas? Letzte
dieser Hammer. Damit müsste der Job getan sein. Alle bereit? Keine Ahnung. Was? Tilga, die kennen wir noch nicht. Ah! Scheißviecher, sag ich euch. Das sind absolute Dreckskack-Scheißviecher. Tilga, ungemütliche, die haben so ein Schild. Sie bauen jedenfalls auch immer so ein Schild auf. Ah, John! John! Noch einer! Ich werd bekloppt. Da ist das Schild. Ja. Okay, okay. Das war jetzt aber so nicht geplant. Oh mein Gott. Da macht man irgendeine scheiß unbedeutende Aufgabe und dann kommt da so ein Riesenfisch. Oh. Jesus. Cora, du musst mir helfen bei dem Drecksvieh. Hier immer auf die rote Murmel unten. Oh mein Gott. Joel. Oh, no. Jetzt ist gerade schlecht. Ja. Scheiße. Gott, ist das riesig. Ja, der Ticker. Ah. Oh, hier gibt es noch was zum Einsammeln. Ah, shit. Okay. Das könnte ich vielleicht jetzt gleich gebrauchen. Ah. Holy. Beine von dir angreifbar oder what the hell? Was ist das? Was machst du da? Ich glaube, die Beine sind's. Die Beine. Das kann ja, das dauert ja auch nicht lange. Weg, weg, Ryder. Shepard macht Lotte, Lotte, sag ich dir. Ah. Oh Gott. Nicht zubeißen. Oh, jetzt hat er die Beine wieder zu. Er erschafft Verstärkung. Er hat die Beine zu. Er hat die Beine zu. Oh, Zoll. Ja, Tilga. Ja, praktisch. Okay. Nein, 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 nein. Abbrecher, lass mich mal jetzt in Ruhe. Ich habe andere Probleme. Was? 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 Okay, der Tilga ist dort. Oh mein Gott. Ja, auf die Mummel. Auf die Mummel. Wo liegt Joel? Da hinten. Vergessen Sie die Panzerung. Ziehen Sie auf die Beine. Na! Ah! Oh mein Gott. Ah, fuck. Ey, da kommt das Ding einfach mal so aus Boden. Ich glaube, damit hat sich das auch gelöst. Und wenn ich mit so einfachen Sachen sowas auflöse. Ey. Okay, ich meine, wir haben hier das Pot. Das müsste mich doch immer wieder refreshen, oder? Oh Gott, ich brauche eine neue Waffe für dieses Ding. Ausstattung. Gib mir mal irgendwas mit Wumms. Gottes Willen. Präzisionsgewehr, vielleicht nehmen wir doch mal ganz kurz die Viper nochmal in die Hand.
Was war da hier? Reservemuni? Ja. Okay, das Ding könnte man doch hier eigentlich quasi zerlegen. Präzision? Hier, Durchschlag. Gib mir Durchschlag her. Ja, ist auf der Video drauf. Ist mir schon bekannt. Danke. Los, Leute. Ach du Kacke. Letzter Hammer. Damit müsste der Job getan sein. Alle bereit? No. No. Kann ich das über... Okay. Wir kriegen es mit einem Architekten zu tun. Architekten? Jetzt habt ihr auch schon Namen für die Viecher. Oh, ist das Leben? Das ist Leben. Greifen Sie die Beine an. Mach ich. Mach ich. Keine Ahnung, ob das was bringt. Oh, weg. Weg, weg. Aha. Was ist das hier? Oh, Cora, das ist nicht dein Ernst jetzt. Oh Gott. Ah. Der Nomad kann nicht hier angehen. Ich will das für mich refreshes machen, wenn ich hier durchgehe. Komplette Herstellung von... Ja, es klappt. Okay, merken wir uns. Grundgütiger. Oh, wie ein Tiger. Ich habe keinen Bock. Ja, das Fummelteil da unten. Gib mir mal her. Dankeschön. Wartet, muss Kuro. Da. Okay. Die Beine, die Beine. Benutzt das. Au! Fuck! Benutzt das Irden! Fang es mit dem Irden! Oh no! Cora, aufstehen, aufstehen! Zack, 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 zack! An mir dranbleiben, alle beide! Nachladen weiter! Na toll, das hat ja gerade nicht so gut funktioniert. Da kommen noch mehr Relikte! Take cover, take cover! Penner! Ach, jetzt nicht den Sprecher, ich hab andere Sachen zu tun. Könnt ihr mal kurz... Konzentriert euch auf die Dicken. Cora, lass dich doch nicht so beschießen. Ja, Kryo! Kryo, komm, gut. Vergessen Sie die Panzerung. Ziehen Sie auf die Beine. Ah! Wehe, du holst dein Schild jetzt raus. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aufladen. Schneller. Gib mir Schild. So, wo liegst du eigentlich? Ja, ich versuche mal Cora zu holen. Cora? Ah, du lebst wieder. Das ist interessant. Ich muss da immer wieder durchlaufen, weil sonst schaffe ich das, glaube ich, nicht. Tiger irgendwo hinter uns. Ich nenne die übrigens immer Tiger, nicht wundern. Ja, verdammt, da hast du gerade dein blödes Schild aufgebaut. Ah, Ryder, da, da. Jetzt ran, du musst hier. Genau, früher Kombo und jetzt wieder durch das Ding. Es ist gar nicht. Es ist gar nicht schwer. Oh. Er lebt immer noch. Wie soll ich denn die Beine angreifen, wenn die ganze Zeit unter Beschuss sind? Die sind immer zu. Shit. Heben Sie sich die
Beine vor. Jetzt. Okay, Beine. Nein! Oh mein Gott. Oh mein Gott, wie soll ich das schaffen? Oh mein Gott. Wow. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Da müssen wir aber ganz kurz mal auf die Tempest hoch. Ausstattung, warte mal, wir machen mal Fähigkeiten. Wo ist mein Inventar? Präzisionsgewehre. Widow, zerlegen. Genau, wir kriegen das Plasmasystem wieder raus und, aber leider ist das Platin weg. Ah nee, Quatsch, habe ich ja gar nicht verbraucht. Alles klar. Und die Observer können wir eigentlich auch weghauen. Ja. Die Viper ist die einzige, die uns hier eigentlich noch interessiert. Terminal. Wir kehren mal ganz kurz zu Tempest zurück. Die ist hier. Ja. Und holen uns mal die neuen Klamotten. Und machen uns auch schnell ein anderes Scharfschützengewehr. Und dann probieren wir es nochmal. Oha. Ist das... Kommt da auf einmal so ein Riesenviech? Ey, damit hat doch keiner gerechnet. Sind im Steigflug. Kenno, du musst nicht immer gleich wegfliegen. Atmosphärenaustritt erfolgt. Wow. Aber ich sehe auch gerade, ich muss schon lange Schluss machen. Ihr Lieben, wollen wir dieses Ungetüm mal nächste Folge probieren? Ich guck mal kurz. Auf ein Wort. Pathfinder, Sie haben neue Post in Ihrem E-Mail-Eingang. Okay, pass auf. Kello will auch noch irgendwas. Komm her, Kello. Das machen Sam wir jetzt. Sam hat unsere Sternenkarten zusammengestellt. Die anderen Piloten auf der Nexus haben viele neue Spuren, denen sie folgen können. Sie können die Karten abgeben, wenn wir das nächste Mal dort sind. Schon seltsam. Vor ein paar Monaten war die Station Kriegsgebiet. Fliegen war der einzige Weg, aus dem Chaos zu entkommen. Mhm. Und jetzt wird sie langsam eine Zuflucht, so wie es auch gedacht war. Alle arbeiten mit. Alle arbeiten hart dafür, dass die Nexus auf die Beine kommt. Wie auch immer, die größte Bedrohung der gesamten Initiative ist nach wie vor diese Monstrosität. Sie meinen die Geißel? Ich sehe noch vor mir, wie sie die Nexus außer Betrieb gesetzt hat. Ich musste anderen Piloten gefährliche Flugmanöver beibringen, nur für die Suche nach Nahrung und Wasser. Sie ist ein Käfig, der gute Schiffe frisst und gute Crews. Helios kann keine Heimat sein, solange sie uns bedroht. Sie wird uns immer bedrohen. Die Geißel koexistieren, weiß ich nicht. Die Geißel ist einfach ja auch so ein Ding. Das ist ja nichts, was lebt. Da brauche ich nicht koexistieren. Die wird uns somit immer bedrohen, weil das ist ein unanständig. Es ist kein lebendes Wesen. Oder bin ich jetzt voll falsch informiert? Die Geißel, die lebt doch nicht. Die ist doch da. Irgend so ein Ding am Himmel. Keine Ahnung. Sie ist eine gewaltige Weltraumanomalie. Sowas verschwindet nicht plötzlich. Ja. Wenn wir sie irgendwie neutralisieren könnten oder wenn unsere Schiffe sich gegen sie verteidigen könnten... Aber so lösen wir unsere Probleme. Wir finden einen Weg, wo es keinen gibt, oder? Die Nexus ist der beste Beweis dafür. Genau, wir finden einen Weg. So, ihr Lieben, dann haben wir jetzt gerade mit Kello gequatscht. Ich mach mal Schluss für heute. Ich guck mir mal unsere Klamottensituation an, unsere Situation, und dann machen wir das Ding das nächste Mal platt. Ich hoffe jedenfalls. Gott sei Dank haben wir da das Pott in der Nähe, sonst würde es mich ja in Sekunden zerreißen. Ihr Lieben, bis dann. Tschüss.